Guten Morgen am Samstag. Ich schneide gerade den Vlog von gestern. Ich bin heute, Achtung, um kurz vor 10 aufgestanden. Und so mein zweiter, dritter Gedanke war da so, die Kinder sind jetzt schon seit ungefähr 4 Stunden wach. Genau. Und schneide jetzt den Vlog. Ich bin gespannt. Ich habe euch auf Instagram gefragt, wann die Vlogs so online kommen sollen. Muss ich dann gleich mal nachgucken. Und ich bin noch nicht geschminkt. Das wird jetzt auch erstmal ein paar Stunden so bleiben, weil ich jetzt erstmal an meinem Schreibtisch verharren werde und arbeiten werde. Aber was wir gleich machen, ist, dass wir uns die Fotos vom Shooting zusammen angucken. Also es ist noch ein bisschen knapp. Bisher haben noch nicht so viele abgestimmt. Die Mehrheit sagt aber im Moment vor 12. Aber wir warten mal noch ein bisschen. Noch rendert das Video ja noch gefühlt eine Stunde. Und dann gucken wir mal. So. Ich habe mich gerade selber durch die Bilder vom Shooting geklickt. Und ich bin so verliebt. Und ein paar Sachen möchte ich euch gerne zeigen. Und zwar, das Shooting war für meine neue Webseite. Für die Webseite Frau Farbenfroh, wo dann alles mal gesammelt ist, wo ihr alle Infos zum Mama-Coaching findet, wo es dann einen Shop gibt mit allen Audiokursen, wo man natürlich auch alles zu YouTube und Instagram und zu WhatsApp und Facebook und allem Möglichen findet, wo das halt alles mal schön gemacht ist. Und dafür sind zum Teil auch die Bilder da. Deswegen, wenn ihr jetzt sagt, dieses eine Bild oder diese Bilderreihe muss unbedingt auf die Website, das ist genau das, was ich mit dir, mit Frau Farbenfroh verbinde, dann schreibt mir das bitte, bitte unbedingt in den Kommentaren. Das würde mir wahnsinnig weiterhelfen. Ich liebe dieses Bild hier. Das steht für mich für Selbstliebe. Also das wird das Bild zum Thema Selbstliebe auf jeden Fall sein. Ich liebe, liebe, liebe das total. Die hier finde ich auch voll süß. Und ich habe festgestellt während des Shootings, dass Türkis meine Farbe ist. Obwohl wir hier gesagt haben, das sieht so ein bisschen nach Hochzeitsshooting aus. Aber ich finde das auch super, super süß. Ich finde hier den Wechsel cool. Wartet, wir machen das nochmal. Das ist cool. Damit muss man irgendwas basteln für die Website. Das finde ich mega. Das finde ich richtig cool. Genau, wir haben auch relativ viele ohne Brille gemacht. Das finde ich auch süß. Das finde ich auch süß. Also ich würde, glaube ich, gerne auf die Website alles, was so türkis gehalten ist, gerne draufnehmen. Genau, so. Und jetzt schalten wir mal auf einen anderen Ordner und da zeige ich euch noch mehr. Natürlich muss auf die Webseite auch irgendwas zum Thema Meditieren. Ich bastel ja auch den gibt es dann so im September, einen Kurs Meditieren für Anfänger. Und da wird das dann das entsprechende Foto dafür. Das jetzt, na gut, doch vielleicht. Aber am liebsten mag ich, also das hier finde ich auch sehr schön. Aber am liebsten mag ich das. Das ist mein absoluter Favorit. Das wird das Bild zum Thema Meditation. Ich liebe das, ich liebe das. Ihr bekommt leider die Farben gar nicht so schön mit. Weil, ja, der PC halt, ne? Und dann wollte ich euch diese Reihe hier gerne noch zeigen. Also ich glaube, hiervon werden einige auf die Webseite landen. Weil das ist für mich so diese Leichtigkeit, die ich gerne vermitteln möchte. Aber auch so diese Weiblichkeit. Und wir haben ja auch wieder dieses Türkis dabei. Also auch so, ne, Entspannung, Ausruhen, das Leben genießen. Ohne Brille, das hat auch mal was, ne? Also für den Alltag könnte ich es mir nicht vorstellen. Aber die haben echt auch was. Das gefällt mir auch sehr gut. Yay. Das ist auch sehr schön hier. Das ist auch cool. Oh, ihr werdet so viele schöne Fotos auf Instagram auch bekommen. Das ist auch cool. So als Porträtbild oder so. Das ist auch schön. Da sieht man das Tattoo so schön. Das soll ja aber noch wachsen. Noch wachsen. Noch wachsen, das Always-Tattoo. Genau, und dann hier nochmal die leere Hängematte. Ich finde das voll cool. So, so cool. Dann zeige ich euch mal noch so ein paar andere Sachen. Manchmal besteht meine Arbeit ja nicht nur darin, in der Hängematte zu hängen. So, da muss man auch viel nachdenken. Oder man sitzt halt einfach mal so auf einer Blumenwiese. Ja.
Und die letzte Kulisse habe ich noch hier so. Das ist jetzt farblich, reißt das ein bisschen raus. Hier haben wir dann nachher gesagt, sehe ich aus wie so eine Gärtnerin durch den Hut. Ich wollte ein Sommerfeeling, aber es kam irgendwie nicht so rüber. Das hier ist aber auch sehr, sehr schön. Das reißt halt farblich ein bisschen raus. Deswegen denke ich, dass diese Bilder hier auf der Blumenwiese nicht auf die Homepage gelangen werden. Auch super süß. Einfach weil das farblich zu dem Türkis, auf was ich mich gerade so ein bisschen eingeschossen habe, nicht passt. Aber das ist ja an sich überhaupt gar nicht schlimm. Die sind trotzdem wunderschön. Das hier habe ich gerade entdeckt. Und zwar vor. Ich bin jetzt kein Sarah-Fan. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr schönes Lied. Und ich verlinke euch das jetzt hier oben mal. Klickt euch da wirklich mal rein. Hört euch das mal an. Das ist wirklich, wirklich wichtig und echt toll. Blöderweise habe ich gerade gesehen, dass ich einen Schnittfehler im Vlog habe von gestern quasi. Da haben sich quasi ganz am Anfang zwei Dateien übereinander gelagert. Das habe ich jetzt kurz rausgenommen. Das war eine Sache von eigentlich 2 Sekunden. Jetzt rendert der aber nochmal eine Stunde und lädt dann halt nochmal eine Stunde hoch. Nun ja, gut. Das schaffe ich gerade noch so, bis ich dann losmache. In der Zwischenzeit lese ich jetzt und werde Mittagessen. Ich habe noch selbstgemachtes Basilikumpesto da. Also seit ich mein Pesto selber mache, kann ich das Gekaufte nicht mehr essen. Schmeckt einfach nicht mehr. Doof. Naja. Und da man für das Basilikumpesto echt sehr viel Pesto braucht, möchte ich gerne Pesto auf meinem Balkon pflanzen. Das wäre cool. Aber Basilikum auf meinem Balkon pflanzen, das werde ich dann in Angriff nehmen, wenn der Balkon fertig ist nächste Woche. So, ich war duschen und habe mich in Schale geworfen. Und dann machen wir doch gleich mal wieder Outfit of the Day. Also untenrum ist das genau das gleiche geblieben wie gestern. Ich habe dieses Oberteil hier angezogen, das ist von Shein. Ich mag das sehr wegen dem Ausschnitt hier oben, wie das gemacht ist. Und darüber meine neue Jacke, zu der sehr gut meine frisch lackierten Nägel passen. Und so sieht das dann heute aus. Das wird heute Abend noch mit einem entsprechenden Lippenstift aufgemotzt. Schuhe bin ich mir noch unsicher. Denn ich fahre nämlich jetzt erstmal gleich zum Fußball gucken und heute Abend später dann noch ins Kino. Hatte ich euch ja erzählt, genau. Ich mache mir jetzt aber gerade noch einen Chor wach und werde noch in Ruhe trinken, bevor ich losfahre. Genau, ihr könnt ins Kinderzimmer reinschauen. Und das sind diese Momente, die ich meinte, ne? Was echt schwierig in dieser Zeit wird. Ich weiß gerade gar nicht genau, aber ich meine, ich habe es nicht nur auf Instagram, sondern auch hier erzählt. Und zwar hatte ich letztens auf Netflix diese Serie Queer Eye entdeckt, wo 5 schwule Männer umgestylt haben und ihr Leben so ein bisschen zum Positiven umgekrempelt haben. Also diese Serie kann ich euch sehr empfehlen. Ich weiß, einige von euch gucken die auch. Folgt den Leuten auch unbedingt auf Instagram. Es ist so, so süß. Geht einfach bei Instagram auf den Account von Queer Eye und dann findet ihr auch die 5 Jungs mit ihren Accounts dort verlinkt. Es ist so, 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 so süß. Und dadurch habe ich herausgefunden, dass es eine 3. Staffel geben soll. Sehr schön, weil bei Netflix gibt es aktuell leider nur 2 und ich freue mich jetzt wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig auf die 3. Staffel. Im Moment bin ich nämlich gerade, nachdem ich Queer Eye jetzt abgeschlossen habe, hänge ich so ein bisschen in der Luft, was Serien angeht. Ich habe Arrow noch angefangen, dann hatte ich jetzt Supergirl angefangen. Pff, tote Mädchen lügen nicht, traue ich mich irgendwie nicht so ran. Ich habe gerade keine Serie, die ich gucke. Es ist weit raus, weit rein böse. Ja. Geht zu Ende mit mir. Genau, und wenn ich jetzt meinen Quavach gleich trinke, werde ich mir die aktuelle Insta-Story von Wilke Zierden anschauen. Auch das eine Instagram-Empfehlung. Wer Wilke noch auf Instagram folgt, der schreibt jetzt mal bitte, ich fühle mich Disco in die Kommentare. Jeder Wilke-Fan kann mit diesem Satz was anfangen. Also, ich fühle mich Disco jetzt in die Kommentare. Jemand, den ich kenne, hat gerade seinen ersten YouTube-Kanal eröffnet. Und ich würde ihm gern so ein paar Abonnenten schenken. Deswegen, wenn ihr da Bock habt, guckt jetzt mal bei ihm vorbei. Lasst gerne ein Abo da, aber auf jeden Fall kommentiert sein Video und schreibt doch bitte, dass ihr von der Jule kommt, von Frau Farbenfroh.
weil sie ihm was Gutes tun wollte. Also die neuesten Neuigkeiten der letzten 2 Stunden. England hat verloren. Ich habe lecker Sekt getrunken. Ich habe ein neues Date ausgemacht. Und ihr seid die beste Community der Welt, weil ihr habt mir unglaublich tolle Kommentare unter den Vlog von gestern geschrieben. Und auch sehr tolle Nachrichten bei Instagram. Vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Wir waren gerade noch mit dem Hund spazieren. Und jetzt werde ich mich beeilen müssen, dass ich nach Hause komme und mich fertig mache fürs Kino. Und da freue ich mich auch sehr drauf, auf meine 2 besten Freunde jetzt. Und genau. Das Leben ist sehr, 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 sehr schön. So, wir haben jetzt nun übrigens Jurassic World geguckt. Ja, in 3D. Und unser Kino, das war schon echt so ein bisschen was ältlicher. Und die haben jetzt ein bisschen umgebaut und waren in so einem neuen Saal mit der besseren 3D-Technologie und den besseren, bequemeren Sitzen. Und das war wirklich bisher der beste 3D-Film, den ich gesehen habe. War auch so ein sehr, sehr guter Film, obwohl ich die anderen Filme alle nicht geguckt habe. Aber war auch nicht so schlimm. Genau, und jetzt ist es schon recht spät und ich muss ins Bett, weil morgen muss ich mir einen Wecker stellen. Ich habe gerade so überlegt, so spätestens 7:30 möchte ich aufstehen, weil morgen der Ausflug mit meinen Großeltern ist und da soll ich schon so zwischen 9:30 und 10:00 bei meinen Großeltern sein. Deswegen sage ich gute Nacht.